Hallo. Einmal bitte aussteigen. Ich werde Sie jetzt rausträgern. Steigen Sie einfach freiwillig aus. 3, 2, 1. Joker fahren will, da haben wir doch schon richtig. Kommen Sie mal mit zu meinem Auto. So, einmal Kopf einziehen. So, der Herr, kennen Sie denn Ihre Rechte? Super, eben brauchen sie Medkit nach dem Crash. Ein bisschen. Park mal hier im Trocknen, dann werden sie nicht nass. So, der Herr, einmal aussteigen. Ich ziehe sie einmal aus dem Auto. So. Dann kommen sie mal da runter. So. So. Wie gesagt, sie haben zwei Wanteds. Sie wurden so. Deswegen habe ich sie jetzt einmal mitgenommen. Und werde sie jetzt einknasten. Alles klar, ich werde sie dann noch einmal durchsuchen. Haben Sie irgendwelche spitzen Gegenstände dabei, an denen ich mich verletzen könnte? Alles klar. Das wird einmal konfisziert. So, dann kommt noch jetzt der illegale Waffenbesitz nochmal auf ihre Strafe drauf. Das wäre einmal eine Geldstrafe von 20.000. Und zwei Wanteds machen wir. Aber vorher lese ich Ihnen jetzt noch Ihre Rechte vor. So. Hören Sie mich laut und deutlich, alles klar. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was ich sagen kann, wird gegen Sie verwendet. Vier Wanteds haben Sie das Recht auf einen Anwalt, den Sie selbst benennen müssen. Wenn kein Anwalt verfügbar ist, wird Ihnen noch keiner gestellt. Judikative übernimmt der Exekutivbeamte.
Wenn ein Anwalt hinzugezogen wird, kann es länger als 50 Minuten dauern. Haben Sie Ihr Recht verstanden? Falls Sie reden, ich höre Sie immer noch nicht. Also, nur so zur Info. So. Dann machen wir einmal die Geldstrafe wegen dem Besitz der illegalen Waffen. Alles klar, dann kommen Sie aber mit. So, welche Kleidergröße haben Sie denn? Alles klar. Ich gebe Ihnen einfach mal die Kleidergröße M. Schönen Aufenthalt wünsche ich Ihnen.